Hallo und herzlich willkommen zum sonntäglichen Musikcheck auf Radio Prag International, dem Auslandssender des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet sie Margareta Kachlíková. Ihre Karriere begann sehr früh, sie endete aber viel zu früh. Die Opernsängerin Patricia Burda-Janečková ist am vergangenen Sonntag im Alter von nur 25 Jahren an Krebs gestorben. Ihre Stimme können Sie im heutigen Musikcheck hören. Patricia Janečková wurde als Tochter slowakischer Eltern in Deutschland geboren, wuchs aber in Ostrau auf. Dort studierte sie Operngesang am Janáček-Konservatorium. Schon 2010, im Alter von nur 12 Jahren, machte sie auf sich aufmerksam. Sie gewann damals den tschechisch-slowakischen TV-Wettbewerb Talentmania. 2014 war sie die absolute Gewinnerin des Weltgesangswettbewerbs Concorso Internazionale Musica Sacra in Rom. Im Jahr 2016 erhielt sie 3 Preise beim internationalen Antonín Dvořák Gesangswettbewerb in Karlsbad. Patricia Janečková trat bei Festivals in Tschechien und im Ausland auf, zudem sang sie als Solistin mit vielen tschechischen und slowakischen Orchestern. Im Mährisch-Schlesischen Nationaltheater in Ostrau fand sie ihren Schwerpunkt vor allem im Musical. Zuletzt trat sie als Maria in Bernsteins West Side Story auf. In der anstehenden Saison sollte die Sängerin die Hauptrolle im Kammermusical Interview verkörpern, die direkt für sie geschrieben wurde. Die Arbeit daran wurde aber durch ihren frühen Tod beendet. Das Theater widmet nun die Inszenierung dem Gedenken an Patricia. Als Erinnerung an die Sängerin hören Sie nun den Mitschnitt eines Konzerts, das sie 2019 mit dem Ensemble Collegium Marianum beim Festival für alte Musik von Lednice und Valtice gab. Sie hören Regina Czöli von Bohuslav Matěj Černohorský, Laudate Pueri von Antonio Vivaldi und Salve Regina von Josef Haydn. Aleluya.
Und das war unser heutiger Musikcheck. Aus dem Studio verabschiedet sich Markéta Kachlíková. Zum Ausklingen singt nun Patricia Burda-Janečková mit dem Lied Lebewohl und Tüchlein von Vítězslava Kaprálová.